Scheiße. Jetzt ist die Frage, tja, das ist alles kacke hier, ne? Ja, ich versuche über die Brücke und dann genau, da zur Grube zu gehen. Hi Hugo, ist gerade auf dem Schreibtisch gesprungen. Ja, hilft alles nichts. Ich muss ein paar Meter durch die Seuchenzone durch. Na, ich muss die Erschöpfung echt ein bisschen im Auge behalten. Ich sehe dich doch da hinten, du. Wichsviech. Entschuldigung, ich werde ein bisschen ausfallen bei den Teilen, aber es ist ja. Ist das dein fucking Ernst, Ingo? Könntest du vielleicht mal einen Millimeter nach vorne gehen? Hugo, du bist. Ich sehe nichts. Können später gerne wieder kuscheln, aber jetzt gerade nicht. Fuck. Hab ich den Kill gekriegt oder wer hat den Kill gekriegt? Nö. Da geht meine Gesundheit dahin. Scheiße, ey. Ja, ich weiß übrigens, dass ich auch noch das große Medipack habe, aber das möchte ich mir gerne wirklich aufschonen, wenn es irgendwie möglich ist. Ja, komm, gehen wir hier entlang. Ist schon eine halbe Stunde schon wieder rum. Krass, ey. Es geht so schnell in diesem Spiel. Ich weiß nicht, wie euch das beim Zuschauen vorkommt. Könnt ihr mir gerne mal schreiben, aber für mich fliegt die Zeit irgendwie beim Spielen. Time flies when you're having fun. Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Was heißt Spaß? Ja, es ist. Ich finde das immer interessant. Ich meine, man ist ja schon so ein bisschen gefordert hier, kann ich jetzt nicht anders sagen. Aber es ist trotzdem. Soll jetzt nicht verharmlosen klingen oder so, aber es ist trotzdem spaßig halt, das zu spielen. Also. Manchmal auch echt verzweifelnd und das soll, glaube ich, bei dem Spiel auch so sein. Es ist bei Pathologic 2, von dem, was ich so gesehen habe bisher auch in den Let's Plays, tatsächlich nochmal eine Ecke härter. Also nochmal, weil es gibt dort, sage ich das jetzt oder ist das ein Spoiler? Ich weiß es nicht. Wenn, dann wäre es ein Gameplay-Spoiler, also kein Story-Spoiler. Und zwar ist es dort, ach komm, ich erzähl's jetzt. Wenn ihr es nicht hören möchtet, dann hört mal die nächsten 20 Sekunden weg. In Pathologic 2 ist es so, dass man, wenn man stirbt, dass man da wesentlich härtere Konsequenzen zu befürchten hat, als hier. Weil man nämlich, wenn man stirbt, immer einen Teil seiner Lebensleiste einbüßt. Das heißt, je häufiger man stirbt, desto weniger Energie hat man letztendlich, oder maximale Energie. Was halt echt fies ist. Kann man hier auch irgendwie rein? Vor allem, das Geile ist, diese Typen hier, wie die gekleidet sind. Es gibt keinen anderen Charakter im ganzen Spiel, der so gekleidet ist. Upsala. Ja, es ist jetzt alles schön, aber es ist. Muss ich doch erst mit Saburov sprechen. Vielleicht. Anscheinend, ja. Ich drücke die ganze Zeit E und gehe hier so dran entlang, dass ich irgendwas anwählen kann, aber. I don't think so. Nee. Aber es gab doch auch noch eine zweite Grube, meine ich. Es gab noch eine zweite Grube. Da hinten, irgendwo. Da gehen wir vielleicht auch noch mal kurz hin. Nicht im Friedhof, aber am Friedhof. Irgendwo gab es doch noch eine Grube, meine. Oder vertue ich mich jetzt?
Nicht das hier, das ist dieser Kampfkreis da. Hier irgendwo gab es auch noch eine Grube. Mal eben ganz kurz gucken, wenn wir einmal hier sind. Müssen wir doch mit Saburov sprechen. Ja. Da. Ist das nicht noch eine Grube? Ist auch so eine Grube. Aber ich meine, der Handabdruck war ja dezidiert bei der einen da. Also von daher, nee, ist keine Grube. Doch, es gab aber doch noch eine andere. Bin ich mir relativ sicher. Oder? Mu mir nicht so laut ins Ohr. Ach, weißt du was, komm. Wir gehen zu Saburov. Saburov, Saburov, Saburov. Wingardium Leviosa. Ach ja. Haben wir 13 Uhr? 14 Uhr. Achso, nee, hier wollte ich hin. Wo sie. Da bin ich jetzt. Da müssen wir hin. Ich werde es. Hier wäre es tatsächlich am sinnvollsten, ne? Ja. Außenrum zu gehen. Du stehst auch hier, wie bestellt und nicht abgeholt. So ein bisschen, Ingo. Wie viel Nahrung haben wir eigentlich aktuell? Oh, eigentlich echt genug, ne? Was sagt Hunger? Hunger sagt, ja. Oh. Nein, ich will nicht. Sie Idiot, habe ich gerade gesagt. Ich weiß nicht, worauf ich geantwortet habe. Ich wollte einfach nur schnell wieder wegklicken. Aber, ja. Sie Idiot! Hallo? Hallo. Ich häng fest. Man kann mit ihm kämpfen übrigens hier und dafür, ich glaube, das ist aber tatsächlich etwas, was sich eher lohnt, wenn man mit Artemis spielt, also mit dem Seher, mit dem Seher. Könntest du bitte mal weggehen und nicht meine Immunität weiter absenken? Danke, hör auf zu heulen. Danke. Sag also, als wenn hier irgendwie was gewesen wäre. Lasst mich in Frieden. So, Ingo hat wieder ganze Arbeit geleistet. Ich bin hier. Hallo? Ich bin hier reingegangen, weil da einer. Wolke angeflogen kam und ich nicht mehr wirklich viel Platz zum Ausweichen hatte, dachte ich zumindest. Wird wieder lecker in mein Ohr gemanscht. Lecker, lecker. Ja, Hugo. Alles klar? Ja? Ja, ich weiß nicht. Ich packe hier immer auch noch so ein bisschen ein Noise Limiter drüber, also ein Geräuschlimiter, damit hier irgendwie etwaige Hintergrundgeräusche, wo ich eigentlich nicht wirklich welche habe, aber falls welche auftreten sollten, dass die halt nicht mit aufgenommen werden. Also ich bearbeite ja meine Stimmaufnahme später nochmal nach. Mit Equalizer, bla bla. Damit so klingt, wie es klingt, und ich hoffe, ihr mögt den Klang auch. Ich finde den eigentlich echt ganz gut. Das ist derselbe Klang, den ich für meinen Podcast, The German Podcast, nutze. Ja. Werbung, Werbung. Hashtag Ad, Hashtag Sponsored. Von mir selbst. Übrigens gibt es eine neue Folge, neue Podcast-Folge. Folge Nummer 90 mittlerweile. Das dritte Interview mit meinem Vater, was ich geführt habe. Wir haben diesmal unter anderem über die Konzert-Highlights aus dem Jahr 2022 gesprochen und über ein weiteres interessantes Thema. Und zwar das Übernatürliche. Oder halt, ja, wie soll ich sagen, Geister. Oh, sehr gut. Immunmittel, ja. Ja. Also selbst wenn man da nicht dran glaubt oder so, was ja auch vollkommen okay ist, ich bin da auch, wie soll ich sagen, hab da keine klare Meinung zu, ehrlich gesagt. Ich bin da offen, aber ich sag jetzt nicht ganz klar, ja, gibt es auf jeden Fall. Ich sag aber auch nicht, nee, kann es auf keinen Fall geben. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin so ein bisschen agnostisch unterwegs, was das angeht. Ich weiß es halt nicht. Man kann es halt nicht wirklich wissen. Ach, ich darf aber hier rein, oder? Ey, ich hab dir doch schon mal was gegeben. Was?
Er schüttelt sogar mit dem Kopf. Och, Junge. Das ist doch jetzt nicht echt dein fucking Ernst. Sehe ich schon wieder mit ihm. Ausgerechnet Sie sprechen von Inkompetenz. Seien Sie still. Nein. Achso, warte doch. Ich möchte mal eben kurz gucken. Scheiße, ich habe jetzt... Fero ist für... Höhepunkt. Monomycenium ist auf mittlerer... Und wie hießen denn die... Also Mono und Fero nicht. Achso, ja doch. Ach komm, hier. Für eine Weile lindern, ja. Weh, ich kann jetzt mit dir nicht... Meine Hand ist fest. Jo, dann lasse mal locker. Ich habe der Inquisitorin meine Befugnisse übertragen. Ich bin bedient. Sie haben angeordnet, dass die Massenbegräbnisse abgebrochen werden und man mit den Einäscherungen beginnt? Ja, das war meine letzte Order. Unmittelbar danach habe ich Aglaya Lilitsch sämtliche Befehlsgewalt übertragen. Ich bin sozusagen nutzlos. Und wen haben Sie als Vorsteher der Beerdigung eingesetzt? Einen gewissen Petr Stamatin. Sie kennen ihn nicht. Das weißt du doch überhaupt nicht, ob ich ihn kenne oder nicht. Außerdem wohnt er hier direkt nebenan. Wir waren sogar schon da. Gut, als Spieler wüssten wir das nicht unbedingt. Außerdem, wir könnten auf die Karte gucken und dann sehen, ah, das ist ein Haus, ein rotes Haus. Also, da könnte jemand Wichtiges wohnen. Also man kann da natürlich hingehen, aber man weiß halt, glaube ich, vom Spielablauf offiziell noch nicht, dass er da wohnt, sagen wir es mal so. Sie irren sich vollkommen. Ich kenne ihn sehr gut und ich könnte mir keine sinnlosere Besetzung dieser Position vorstellen. Von Ihrem Standpunkt aus schon, aber für mich stellt sich alles etwas anders dar. Die Besetzung beruht auf unbestechlicher Logik. Nehmen Sie diese Entscheidung zurück! Bestimmen Sie jemand anderes! In dieser Stadt hat niemand den Tod mehr verdient als Petr Stamatin. Selbst wenn ich verurteilte Mörder hätte, die fähig und ehrgeizig genug für diese Tätigkeit wären, würde ich dennoch ihm diese Aufgabe geben und ich werde mich nicht weiter dazu äußern. Aha, jetzt haben Sie mich neugierig gemacht. Wenn Sie es nicht tun, wird mir jemand anderes den Hintergrund dieser Angelegenheit erklären. Petr wurde zum Herrn, ist das der Schrödinger Petr? Schrödingers Petr, wurde zum Herrn der Begräbnisse und Krematorien ernannt. Ein absurder Befehl oder kunstvolle Rache? Das ist eine gute Gelegenheit, Petr danach zu fragen, warum er den Kommandanten so hasst. Da muss doch ein Geheimnis dahinter stecken. Wehe, ich muss gleich nochmal mit dir reden. Dass es nicht Mark Haminski ist. Wehe, ich muss gleich nochmal mit dir reden und dir nochmal Medikamente geben. Du Penner, ey. Echt. So langsam werde ich ein bisschen ungehaltener, was das angeht hier. Mit. Ja. Geht nämlich nicht. Ja, da wohnt er ja. Ja, können wir auch hier entlang gehen. Ich hoffe, er ist da. Ja, okay. Müsste da sein. Das heißt, offiziell würden wir jetzt wahrscheinlich zum ersten Mal dahin gehen. Money. Trotzdem, glaube ich, bisher eine ganz okaye Ausbeute, was die Moneys angeht. Also wir hatten... Ich glaube, 3 oder 4 Stück haben wir mittlerweile getroffen. Immer noch mehr als, ich glaube, an Tag 4 insgesamt. Was mich echt geschockt hat. Und mir auch echt Probleme bereitet hat, wie ihr wahrscheinlich gesehen haben werdet. Übrigens für alle Leute, finde ich auch ganz interessant, erzähle ich mal kurz, die... Ich hatte jetzt letztens wieder so einen Kommentar. Ich freue mich ja über Kommentare, ne? Wer tut das nicht als YouTuber, Let's Player, wie auch immer, aber... Weiß ich nicht, also vielleicht stoßen die Leute auch über Folge 30 zum Beispiel auf dieses Let's Play und gucken dann da rein und fragen sich, ey, warum ist denn das auf Deutsch? Wie hast du das hinbekommen? Ich habe das alles in Folge 1 erzählt. Also wenn ihr das wissen wollt, dann guckt doch in Folge 1 rein. Also, ne, wie gesagt, das ist das Originalspiel. Ich erwähne es hier nur nochmal kurz, falls es hier jemand gerade mitbekommt und sich fragt, warum ist das auf Deutsch? Meine Classic HD-Version ist nicht auf Deutsch. Ja. Weil es diese Version, ne, diese HD-Version von 2015 nicht auf Deutsch gibt. Diese Version ist die ursprüngliche Version des Spiels, nicht die HD-Version, was man auch an manchen Texturen gut erkennen kann. Die ist aber auf Deutsch. Das heißt, ich spiele die Originalversion. Das ist im Prinzip der ganze Trick bei der Sache. Ich weiß, es ist Zauberei. Aber das finde ich dann immer so, ich meine, wie gesagt, ich
beantworte dann auch ganz gerne und sowas, ist alles okay, ne? Also, alles gut. Aber manchmal denke ich mir dann so, weiß ich nicht, dann guck doch halt in Folge 1 rein oder fang das Let's Play doch auch von vorne an. Also wenn du ein Let's Play gucken willst, aber ich glaube, bei demjenigen, der die Frage gestellt hatte, ging es einfach nur darum zu fragen, ey, warum ist das auf Deutsch? Was ja auch vollkommen okay ist. Ich drücke das jetzt so ein bisschen lästernd aus, so meine ich das alle, aber nicht wirklich, aber ja, ihr wisst Bescheid. So, Petre. Wir fürchten uns vor allem, Herr Bruder, wie alle Sterblichen. Und wir wollen alles erreichen, als würde uns die Unsterblichkeit gewährt. Wie schön, Sie zu sehen. Sie haben also auch einen Bruder? Es hieß, Sie hätten DTA-Tarik-Visiten des Helfers erhalten? Ganz richtig, ich habe sie. Sie haben das schon erfahren? Stimmt es, dass Sie mit der Durchführung der Einäscherung betraut wurden? Ja, Saburov hatte nicht die Gelegenheit, mich öffentlich fertig zu machen. Wegen eingeschränkter Zurechnungsfähigkeit kann mich das Gericht nicht belangen. Und jetzt kann er mich elegant und zuverlässig loswerden. Ich habe übrigens alle Mäntel an die Helfer verteilt. Nur eine Maske habe ich für mich selbst behalten. Das ist ein Zeichen. Weswegen haben Sie die Mäntel verteilt? Sie sind ein ziemlich guter Schutz. Es ist mir egal. Früher oder später wischt es doch gehen. Ich kann 10 Mäntel anziehen, aber wenn Schabnagadir hinter mir stehen, her ist, werden die Mäntel nicht helfen. Ja, so ist das eben, das ist erwiesen. Geben Sie nicht auf. Wir können doch nicht aufgeben, ohne gekämpft zu haben. Ja, das stimmt schon. Eigentlich wünschte ich, Sie würden mir eine Frist von mindestens 3 Tagen geben. Könnte man etwas arrangieren, damit Sie mich zumindest bis Freitag in Ruhe lassen? Warum nur für 3 Tage? Ich muss mein größtes Werk vollenden, die Pläne anfertigen samt Berechnung. Dann kann ich ruhigen Gewissens sterben. Gibt es denn niemanden, der mir diesen Schurken vom Hals halten kann? Schließlich hat er bereits all seine Macht abgeben müssen. Würden Sie mir helfen? Die Inquisitorin wird dem früheren Kommandanten schon eine Lektion erteilen. Ich werde mit ihr reden. Vielen Dank. Ich frage nicht für mich, sondern für einen Freund. Nein, sondern für die Kunst. Seien Sie still. Sie müssen sich nicht rechtfertigen. Ach, darf ich jetzt schon wieder zu ihr zurücklaufen? Ja, es ist Rache multipliziert mit einer Lüge. Es ist möglich, Gerechtigkeit in Bezug auf den früheren Kommandanten zu finden. Er wird den Befehl der Inquisitorin nicht in Frage stellen. Aber den Brüdern ist es ernster, als es den Anschein hatte. Ein Künstler glaubt so sehr an das Genie seines Kollegen, dass er bereit ist, dafür zu töten. Ein seltsames Duett. Ja, und nu? Darf ich wieder... Ja, Aglaya kann nicht mit den Materialien arbeiten, bevor wir nicht wissen, welche... Achso, nee. Und nu? Muss ich mit ihr reden? Oder wie jetzt? Muss ich jetzt hier hingehen? Kann ich jetzt was aufnehmen vielleicht? Ich meine, solange wir hier noch auf dieser Insel sind, also im östlichsten Teil der Stadt. Ey, ich bleibe jetzt auch gerade an jeder Kante hängen, wo ich hängen bleiben kann, ne? Vielleicht speichern wir mal wieder. So. Dann würde ich sagen, ich gehe nochmal zur Grube hin. Wenn das nicht zielführend sein sollte, würde ich vielleicht sogar nochmal laden, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Haben wir schon 15 Uhr? Nein, 20 vor. 20 vor 15 Uhr, yo. Weißt du Bescheid? Ja. Ein bisschen zurecht zuppeln hier. So. Ja, Mikro noch so ein bisschen. So. Das ist so fies, dass die Gewehrpatronen 2 wert sind. Vielleicht sollte ich dafür dann nicht die Nadeln tauschen, sondern vielleicht eher diese Ringe oder so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel die wert sind, aber... Achso. Nee, hier können wir noch weiter entlang gehen. Ja, gucken wir mal. Ich bin mir jetzt nicht gerade, also nicht ganz sicher. Er hat die Inquisitorin erwähnt.
Das heißt, wir müssten vielleicht nochmal zu ihr, aber die Quest sagt jetzt nicht explizit, du musst nochmal zu Inquisitoren zurückgehen. Was ein bisschen, ja, was die Sache nicht leichter macht. Oh, ich hab keinen Bock auf den Typi. Wenn ich jetzt irgendwie Patronen im Überfluss hätte, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, scheiß drauf, ne, aber ja, ich weiß. Müsste wahrscheinlich auch nochmal pennen, aber ich weiß halt nicht, wie viel Zeit ich... Oh, das ist auch noch ein Typi. Ist das der Typi? Oder ist das ein anderer Typi? Kann man hier eigentlich... Ah, okay. Cool. Nee, ist das ein anderer Typi tatsächlich. Wow! Hätte ich jetzt lustig gefunden. Geld. Ich meine, so klar, so können wir natürlich auch wieder an Geld kommen. Absolut. Er läuft weg. Oder hat starke Kopfschmerzen und muss zur Apotheke. Alternativ. Jetzt brauchen wir so langsam auch mal wieder ein paar Bandagen. So. Nee. Obwohl, ich muss es eigentlich speichern, weil wir jetzt schon wieder ein bisschen Geld gekommen sind. Ja, komm. Dann ist es so. Ist auch zu nichts nutze, der NPC. Außer halt am Anfang so ein bisschen die Stadt zu erklären und danach läuft er einfach nur rum und hat noch nicht mal was man looten kann, wenn er gestorben ist. Selbst im Tod ist er nichts nutz. Ein nichts nutz. Nichts nütze ist er. Zu nichts nütze. Und ich brauche bald eine Schlafmütze. Wenn ich mir das mal so ansehe, da oben rechts am Bildschirmrand. Oh, Ingo wieder zur Stelle. Mega. So, was sagt denn unser Messer eigentlich? Unser einziges 48%. 339, ja komm, hilft ja nichts. Das ist unsere einzige verlässliche Waffe, die wir aktuell haben. Obwohl, nee, wir haben ja wieder ein paar Patronen. Wie viel haben wir denn? 4 Gewehrpatronen. Ist jetzt aber auch nicht die Welt. Wie gesagt, wir könnten... Wenn man jetzt mal annimmt, im Schnitt sind in jedem Haus im Totenbezirk mindestens 2 Hausninjas, könnten wir... Und wir treffen beide sofort mit einem Schuss, dann könnten wir halt jetzt 2 Häuser platt machen und auslooten. Also theoretisch gesehen könnten wir zumindest mal 1 mal wieder versuchen, aber gucken wir mal. Nicht jetzt. Hab jetzt gerade doch Besseres zu tun. Falls wir irgendwie später wieder Zeit übrig haben sollten, na, will ich nicht ausschließen, dann machen wir es vielleicht mal wieder. Könnte eigentlich auch mal eben einen Abstecher hierhin machen. Und mal hier die Mülltonnen mitnehmen. Also looten. Hier gibt es immer Rudis hier in der Ecke, glaube ich. Das ist auch so eine Nadel, ja. Oh, das hat sich richtig gelohnt. Hier gibt es immer, es ist glaube ich so der geheime Ort für Rudis. Falls wir nirgendwo welche finden, aber hier ist es am wahrscheinlichsten. Habe ich so den Eindruck. So, ich glaube, das ist jetzt vergebene Mühe, was wir hier gerade machen, aber ich muss es wissen. I have to know. Mist, verdammt. Man, mir würde sonst noch einfallen, wir könnten mit Marc nochmal sprechen. Das wurde jetzt zwar überhaupt nicht explizit gesagt, aber... Ach, Mist, ey. Vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht gibt es doch keine zweite... Kein zweite Begräbnis-Dingens da, aber... Ich meine doch...
lässt das irgendwie keine Ruhe, dass hier noch ein so ein zweites Ding ist. Ich gehe mal eben schauen. Achso, das ist ein Zelt. Ne? Ich würde jetzt gleich sonst einfach nochmal laden, tatsächlich. Also den Quick Save. Den letzten, weil irgendwie so richtig erfolgreich waren wir jetzt nicht, was das angeht. Scheiße, ey. Gibt's denn diese... Ich würde das ja schon ganz gerne machen mit diesen Masken. Die Masken im Theater spielen eine neue Pantomime. Oh, hier ist over. Hier ist Alpha Wand. Komma die. Unsichtbare Wand, die aus spieltechnischer Hinsicht eingefügt wurde, damit der Spieler nicht weitergehen kann. Nennt mich Dave Duden. Nicht Durden, sondern Duden. Dave Duden. Ja, was wir auch auf jeden Fall machen sollten, wenn wir mit Aglaia, also mit der Inquisitorin, sprechen wollten, sollten wir vielleicht vorher erst in unser Haus gehen und noch eine Runde schlafen. Ich glaube, weil sonst ist irgendwann... Also wenn die Erschöpfung ganz oben ist, verlieren wir wieder Gesundheit. Was uns jetzt nicht so ganz hilft... Ist hier auch gleich mal so wieder so ein Loch im Zaun, bitte. Ja. Jo. Wisst ihr was? Ich wollte doch laden. Erwacht. Lecker O-Saft. So, ja, dann gehen wir direkt mal wieder zu... Komm, auf dem Weg gehen wir noch mal wieder zu Mark. Gehen. Wie kam man an diese Masken dran? Scheiße, ey. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich weiß auch, dass der Let's Player, wo ich das zuletzt geschaut hatte, der amerikanische Let's Player, auch Probleme hatte oder nicht genau wusste oder nichts, ich sag mal, mit dem Questlog anfangen konnte im Sinne von, wo muss ich jetzt hin? So, also was ist jetzt exakt der nächste Schritt und nicht, was könnte der nächste Schritt sein? Das ist, ja, lustig. Hier, Ingo, kannst du wieder kloppen. Super Ingo, komm zu dir gefliegt. Nein, nein, nein. Ingo? Ja, ja, ich sehe dich da hinten. Ingo? Ah ja. Super Ingo ist unterwegs. Obwohl ja doch hier. Aber du bist eine stationäre Wolke, ist okay. Da kann man ausweichen. Aber die haben sie schon echt fies immer platziert, ne? Also es ist manchmal auch an sehr, sehr engen Stellen. Sich schon was dabei gedacht, die Fiesbärts. Ich frage mich, wie sie das hätten umsetzen wollen als Theaterstück. Also mit diesen solchen Wolken.